aus. Muss nur aufpassen, ich nicht ins Wasser fall. Adieu, schöne Welt. Knack. So, hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Heute mache ich es mal so, dass ich die Musik im Hintergrund mitlaufen lasse und nicht, dass ich sie im Nachhinein einfüge. Kann sein, dass es dadurch vielleicht etwas lauter ist als sonst, oder was weiß ich was. Aber damit kann ich so ein bisschen besser abschätzen, wie ich wie was einfügen muss oder halt wie laut sein sollte. Und ein bisschen leiser wäre schön. Hallo Schafi. Und beim letzten Mal waren wir dabei, hier oben die wunderhübsche Brücke zu bauen, mit der ich nicht wirklich weitergekommen bin. Oder, nee, ich bin schon weitergekommen, allerdings bin ich noch nicht wirklich damit fertig, das wollte ich sagen. Genau, wenn ich hier noch einen dran klatsche, passt das. Hier ein Cobblestone hin und da einen hin und da und da unten. Und ja, Themen habe ich mir für dieses Mal ausnahmsweise mal keine überlegt, weil ich war etwas im Stress, weil ich noch alles ausprobieren musste für den Livestream heute Abend und alles mögliche. Außerdem gehen mir langsam die Themen aus, aber es wäre echt nett, wenn mal irgendwer welche schreiben würde. Ja, allerdings vielleicht fällt mir irgendwie so spontan was ein, ansonsten rede ich halt einfach über das Game. Ist ja eigentlich bei Let's Plays normal. Erstmal ganz kurz das Ei irgendwo hinwerfen. Plopp. Okay, ist nichts dabei rausgekommen. Ich brauche irgendwas zu essen. Sind meine Pilze sind ja letztes Mal noch nicht so unglaublich viel weiter gewachsen, glaube ich. Ich schaue noch mal ganz kurz nach, weil ich brauche noch mal irgendwas. Ansonsten müssen wir uns auf Essenssuche begeben. Ich möchte nämlich ungern verhungern. Ansonsten stürze ich mich einfach mal kurz vom Berg runter. Das wollte ich eigentlich noch nicht tun, aber danke, Spiel. Danke, wirklich. Richtig, super. Nicht. Egal. Und langsam wird der Weg hier doch eigentlich, da kann man wenigstens schön hochgehen, das ist eigentlich das Wichtigste. Half-Steps kann ich jetzt natürlich gerne mehr anbringen, weil es zu steil dafür ist. Und Treppen, naja, vielleicht später. Wer weiß. Gut, wir haben also keine Pilze mehr, wir haben noch eine einzige Pilzsuppe. Ich glaube, ich bin am Arsch. Aber eigentlich sollten sie ja gut wachsen. Ah, Ich habe auch noch ein Hühnchenfleisch, aber zumindest kurz überleben wir noch. Mit dem 15 Knochenmehl kann ich unten vielleicht ein bisschen Weizen hochzüchten. Oh, Eisen. Da. Und Rüstung habe ich noch kein bisschen. Ich habe gedacht, ich hätte mir schon welche gemacht. So. Zack, zack. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Rüstung. Gehen jetzt mal kurz so aufs Feld und craften uns danach ein bisschen Brot. Hier geht's raus, genau. Ach komm, wisst ihr was, das macht keinen Sinn, hier jetzt ewig rum wegen dem Brot zu machen. Ich brauche kurz ein bisschen Holz, das mache ich mir einfach hier durch, kurz mit einem kleinen Sapling. Hier Stein, das ist blöd. Vielleicht dahin. So, danke. Einfach ein bisschen Holz für eine Kiste fällen und dann gehe ich mich mal umbringen oder vom Berg stürzen. Besser gesagt. Komm schon, das dauert trotzdem noch wahrscheinlich ziemlich lange, da mal hochzulaufen. Bisschen schlauer hätte ich es vielleicht machen können. Naja, egal. So, eine Kiste. Reicht, glaube ich, eh nicht für alles, was ich habe. Zack, zwei Kisten. Das ist, glaube ich, schon besser. Und dann stellen wir uns aber mal hier die Doppelkiste auf. Zack. Und rein damit. Die Rüstung soll ich natürlich auch ausziehen, die darf ich nicht vergessen. Weil ansonsten habe ich ganz schön viel Eisen verschwendet. Davon haben wir ja nicht allzu viel. So, so. Zack, zack. Und dann heißt es erstmal adieu, schöne Welt. Ich springe natürlich nicht von hier. Obwohl. Nee, hier ist überall nicht steil genug, damit ich mich da mit einem Sprung töten könnte wahrscheinlich. Das hier würde gehen, ist aber nicht spektakulär genug. Gehen wir mal hier runter. Ich habe da schon eine schöne Stelle dafür auserkoren. So, so. Wir spawnen ja eh oben beim Bett eigentlich wieder. Wenn nicht irgendein Fail ist, das wäre natürlich sehr blöd. Aber ich glaube, ich würde das Haus gerade noch so wiederfinden. So. Hier sieht es doch schön aus. Muss nur aufpassen, ich nicht ins Wasser fall. Adieu, schöne Welt. Knack.
Okay, hat geklappt. Erfahrung brauche ich jetzt eh nicht so unglaublich dringend. Gut, erstmal das Zeug wieder rausholen, dann geht's weiter. Ein bisschen Cobblestone muss ich farmen erstmal dann. So. Maus, bitte. Danke. So, und Cobblestone Farm. Erstmal die kaputte Spitzhacke benutzen. Ich mache, glaube ich, mal ein bisschen mehr Platz für die Pilze dann auch. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange gehen, bis wir nach draußen kommen. Ich teste mal kurz. Ja, bis dahin maximal. Hier können wir dann später noch irgendwie vielleicht Fenster oder sowas reinbauen. Ich lasse es da mal offen. Obwohl, da kommt natürlich Licht rein. Das heißt, die Pilze werden so wahrscheinlich nicht wachsen ordentlich. Das ist natürlich blöd. Oder soll ich einfach zumachen? Kies blöd. Ja komm, machen wir einfach mit Cobblestone zu. So, 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 so und so. Puh, das ist dunkel. Ich mag die Musik im Hintergrund. Das hätte ich glaube ich schon früher machen sollen. Wenn man das selbst hört, da hat man auch eher mal so ein bisschen so das Gefühl dafür, wie lange auch mal nichts sagen kann, ohne dass so unangenehmes Schweigen wird. Weil wenn ich jetzt nebenbei immer mal die Musik höre, kann man auch mal ein bisschen zuhören. Ich kenne die Stücke wahrscheinlich zwar inzwischen alle auswendig, ich brauche mal echt neue Musik noch, aber cool finde ich es immer noch. Und bevor jetzt irgendwer fragt, von wem es ist, es steht immer unten in der Beschreibung drin, jedes Mal. Ich muss Flo nachher noch was fragen wegen dem Outro, weil uns wurde ja ein, Flo hat ja bei jemandem ein Outro bestellt, soweit ich weiß, und das ist schon fertig, und ob ich das jetzt dann schon mal benutzen darf, wäre natürlich cool. Aber das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Und darüber würde ich mich freuen. So und so. Jetzt ist hier noch die Decke weg und dann haben wir, glaube ich, den Cobblestone über den Stack. Sollte reichen für die kleine Brücke oder für die kleine Treppe da halt. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay. Das ist natürlich jetzt gerade Nacht. Hm. Nicht super. Erstmal nur ohne schlafen gehen. Komm, danke. So, gute Nacht, meine Freunde. Ach, schon wieder Tag. Super, die Nacht geht immer viel zu schnell rum. Das ist wie in der Realität hier in Minecraft. Möchte man sich mal kurz ausruhen und dann, nee, Schule. Oder Arbeit, oder... What the fuck? Ich hab den Enderman noch gar nicht angeschaut. Enderman hat aber auch Probleme. Da unten ist er. Oh, das ist er weg. Ach, da hinten ist er. Reicht das von der Entfernung? Nein, Minecraft, das brauche ich jetzt aber wirklich nicht. Was ist mit der iTunes-Musik los? Ach, geht weiter, okay. Schade, Enderman ist weg. Ne, da unten steht er noch. Ich schaue dir in die Augen, Enderman, greif mich an. Mongo. Gut, der will nicht. So ein Arschloch. Unfreundlich hoch 10. So. Treppe geht weiter, als ich gedacht habe, weil es ja natürlich auch nochmal runter geht. Das ist blöd. Aber man kann nichts gegen machen. Alter, das ist so schlimm in dieser fucking Unterlage hier. Ohne Mauspad spielen, das geht so gar nicht. Ich frage mich, wie ich das früher mal hingekriegt habe, als ich noch kein Mauspad hatte. Ja, ich hätte mal kein Mauspad. Auch wenn Mauspad eigentlich so ziemlich die steinzeitlichste Erfindung ist, aber auf jeden Fall sehr praktisch. Es fehlt einem schon sehr stark, wenn es nicht da ist. So. Da unten ist ein Mini-Zombie. Süß. Die sind zwar saugefährlich, aber trotzdem süß. So. Fick, fick, fick. Das war blöd. Komm, verpiss dich, Mini. Vor allem die Viecher brennen nicht an... bei Tag. Da kommt noch einer an. So, danke. Den da so einmal durchgehen, dass da alles schön hochdüngen. Immer nur die schon fast fertigen, dann gehe, weil sonst verschwende ich so viel Knochenmehl. So, zack, zack, zack. Ich werde mir irgendwann mal eine Erntemaschine bauen, weil ich sonst einfach Essensprobleme habe hier. Und irgendwann heißt ziemlich schnell, sobald ich auch nicht mal ein bisschen Redstone habe. Und da noch eins hin. Gut, es reicht auf jeden Fall für 3 Brote, also wir werden nicht so schnell verhungern.
Sofort kann ich die Treppe eigentlich auch von unten weiterbauen. Wenn ich jetzt hier gerade mal so schaue. Zack, zack. Jo, kein Problem. So. Cobblestone haben wir genug für, wenn ich es so mache. Okay, vielleicht auch nicht, aber egal. Ja doch, es reicht. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Gut. Damit haben wir jetzt endlich unsere Treppe fertig. Das heißt, wir kommen hier auch endlich mal normal runter. Müssen wir den Cobblestone hier an der Seite noch abbauen. Dann ein paar Stützen sollten vielleicht noch dran, damit es nicht so merkwürdig aussieht. Weil eine in der Luft schwebende Treppe ist natürlich etwas sinnlos. Die Musik ist so cool. Ich mag die. So, hier schön alles abbauen, dann haben wir auch wieder Cobblestone für die Säulen und dann passt das alles. Muss niemand nochmal farmen gehen. Warum ist TeamSpeak an? Ich mal kurz schauen, auf welchen TeamSpeak ich bin. Sorry, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es noch da ist. Ah, nee, Trickser, sorry. Jetzt gerade nicht. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich war gerade noch auf meinem eigenen TeamSpeak drauf und da kam halt gerade jemand rein. Trickser. Das kann auch noch weg. Die Erzsäule muss ich auch irgendwie abkriegen noch. Wenn ich das hab, dann passt das ja eigentlich alles. Aber ich weiß nicht, soll ich das mit Zäunen machen? Das verbraucht halt wieder so viel Holz. So viel Holz habe ich jetzt auch nicht. Egal, ich gehe gleich erstmal hoch und mache mir Steintreppen, damit es auch wirklich eine Treppe ist. Und dass ich auch wirklich da schnell runterkomme, weil ich habe keinen Bock, da jedes Mal jetzt umständlich hinten so einen Knochen hoch zu hüpfen. Darauf habe ich wirklich keine Lust. Ich werde mir auch demnächst irgendwie mal Tiere hier holen, damit wir irgendwas haben, was wir auch jetzt, solange das Feld noch nicht so unglaublich gut läuft, essen können. Weil das ist wirklich sonst ein bisschen blöd. Und ich möchte mich nicht jedes Mal umbringen müssen, sobald ich ein bisschen Hunger habe. Auch wenn es vielleicht episch wäre, aber trotzdem. Wartet mal. Wenn ich jetzt hier gerade so schon bin, dann müssen wir es natürlich hier ausbessern. Das passt hier sonst gar nicht. Nee, das stimmt noch nicht mal so. Hier muss der Stein hin. So. Die ich auch nochmal weg. Da einer hin. Oh Gott. Was denke ich mir nur immer, wenn ich sowas anfange? Ich möchte doch eigentlich was essen gehen. Also hier in Minecraft natürlich. Naja, egal. Oh, Spitzhacke kaputt. Cool, ich habe keine mehr. Das ist natürlich super, dann Steine abzubauen. So, gehen wir erstmal kurz hoch. Ich werde mir, glaube ich, auch für hier Treppen machen, weil, sorry, aber da habe ich zwar in Kies alles umsonst eingesetzt, aber es ist uns einfach so mühselig. Erstmal Brot machen. Zack. Drei Brote. Om nom 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 nom. Oh, so gut. Endlich essen. Und jetzt müssen wir uns hier ordentlich Cobblestone-Treppen machen. 20 Stück reicht nie und nimmer. Aber okay. Wenn es unbedingt sein muss, dann komme ich halt auch damit aus. Jetzt mache ich hier so ein bisschen einfach. So, vielleicht hier an der Seite so lang. Die Biegung ist natürlich etwas blöd. Wenn wir noch was überlegen müssen, damit es passt. So. Alles schön hinklatschen. Passt. Jetzt kommt man jetzt schon mal etwas schneller hoch und runter. Und das nächste, was wir machen müssen, ist erstmal Cobblestone nochmal irgendwo herkriegen. Wer hat mich jetzt in Skype angeschrieben? Schlimm irgendwie. Heute 19 Uhr, iOS 7. Echt? Lol. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass schon wieder was Neues rauskommt. Aber um 20 Uhr streame ich, das ist viel wichtiger. Nein, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, es lief für mich eigentlich gerade ein perfektes Gesprächsthema, aber das Problem ist, das ist wieder so ein Thema, womit ich mich kaum auskenne, also mit Apple-Betriebssystemen und sowas. Allerdings muss ich sagen, dass es mich auf jeden Fall sehr, sehr ankotzt, dass man immer so unglaublich ewig updaten muss. Aber man wird ja eigentlich an sich nicht gezwungen, nicht so wie bei Windows 8 oder so, wo man einfach mal sagt, ja, in 2 Tagen ist PC-Neustart, ob du möchtest oder nicht. Ich werde einfach mal deinen PC... Huch. Ah, Flo ist auch wieder in den Konfi drin.
Ich werde einfach mal deinen PC runterfahren, egal ob du gerade mitten am Zocken bist oder am Aufnehmen oder was ich weiß, oder am Stream vielleicht sogar. Das ist natürlich dann immer etwas blöd. Aber naja. Aber die meisten Neuerungen, die so rauskommen, sind für mich eh unwichtig. Ich wäre auch ehrlich gesagt zufrieden, wenn einfach mal alles so bleiben würde, wie es ist, auch bei YouTube etc., weil die haben ja jetzt unter anderem die Videoantworten, soweit ich weiß, abgeschafft. Was ich sehr schade finde. Und alles Mögliche. Das ist schon wieder schlimm. Ja, egal. Wir wollten ein paar Säulen hier dran bauen. Hier kann ich gleich meine ranbauen. So. Ich will mich möglichst natürlich nicht umbringen. Deswegen werde ich das mal so machen, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Ja, komm, das ist erstmal so ein bisschen provisorisch natürlich. Jetzt habe ich schon nichts mehr zum Hinbauen. Egal, hier ein bisschen einfach mal wegmachen. Die Musik finde ich wiederum etwas laut fast, aber noch leiser geht kaum. Oh, kann ich nicht noch leiser stellen? iTunes meine ich. Aber egal, ich finde sie cool. Das ist so witzig, dass aber... Flo, immer wenn der bei uns in der Skype-Konfi ist, aber wir haben eine YouTuber-Vereinigungskonfi, wäre ich vielleicht auch mal ein Infovideo irgendwann mal auf dem Kanal hier zu machen, dann geht der nach spätestens 5 Minuten meistens wieder, weil wenn irgendwas wer was schreibt, dann ist er da eher sofort etwas genervt. Aber kann ich auch größtenteils verstehen, weil in Skype einfach sehr, sehr viel rumgespammt wird. Auch einer der Gründe, warum ich meistens Teamspeak lieber habe, aber naja. So, ein Stein noch hier hin. Zack. Sieht zwar nicht so wunderschön aus hier mit den Säulen, aber naja. Es muss gehen. Also, es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich sagen würde. Boah, kann man ja gar nicht anschauen. Aber irgendwann werde ich es mit Zäunen dann vielleicht auch nochmal ordentlich machen. Wenn ich ordentlich Bäume habe, erstmal. Muss man später eh was überlegen, weil es kann, eigentlich haben wir hier ja kaum Platz in den Bergen. Ist anders eher etwas blöd für größere Sachen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwann eh umziehen, aber in ein ganz anderes Biom. Aber ich finde diese Berge einfach so wunderschön. Nein, böser Cobblestone. Ich werde auch gleich erstmal einen Cut machen, wenn ich hier die Säule noch kurz fertig gebaut habe. Ist eh schon wieder Nacht. Damit auch immer die 15 Minuten Folgen da sind und nicht irgendwie so Stunden Folgen. So. Und da noch mal ein Cobblestone bitte hin. Ich weiß nicht mehr, ob es 15 Minuten waren, aber so ungefähr. Also dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Sinn!